Guardiola geht nicht zu Juve, wirklich nicht. Der Keller ist ein Amateur und ausverkauft beim HSV. Das Leben des Tages, mein Name ist Nico, los geht's. Freunde, Tag der Amateure. Noch 24 Stunden bis zum offiziellen Kickoff, bisschen weniger, wenn ihr das seht. Und die ersten Spiele haben schon stattgefunden, da habt ihr recht. Aber am Samstag kommt es zu was ganz Besonderem. Und zwar dem legendären TuS Bersenbrück gegen Atlas Delmenhorst. Ja, dem TuS Bersenbrück. Und die spielen dann am Samstag im Eilen-Ried-Stadion, das übrigens zeitgleiches Heimstadion der zweiten Mannschaft von Hannover 96 ist. So, und wir haben den Erkenntnis inzwischen. Das hier ist die Volkswagen Amateur Challenge. Das bedeutet, wir senden einen Influencer, dass er ein besonderes Tor dieses Vereines nachstellen soll. Und wen haben wir diesmal hingeschickt? Den Steini, der Keller. Im Pokal jetzt Bersenbrück und sie wird noch besser. Traumfreistoß von Aaron Goldmann zum 3:0. Der 24-Jährige, bei Osnabrück ausgebildet, trifft hier herrlich. Habt ihr gesehen, ne? Schönes Tor. Was eine linke Klebe. Problem nur, Steini ist Rechtsfuß. Mal gucken, wann er das merkt. Das Video findet ihr im Pin-Comment oder in der Videobeschreibung. Ganz viel Spaß. Die ganze Geschichte Leroy Sané zum FC Bayern München wird konkreter und konkreter, Freunde. Inzwischen wissen wir auch, was City sich ungefähr wohl als Ablöse vorstellt. Und die Rede ist von 113 Millionen Euro circa. Ist für ein circa relativ spezifisch, aber ne, irgendwie 113 Millionen Euro, 115 oder 20 Millionen Pounds. Sowas um den Dreh. Wobei, nee, sind ja weniger Pounds als Euro. Also irgendwie 110 oder sowas. Naja, wie auch immer, das würde natürlich der selbst auferlegten Regel der Bayern widersprechen, wonach man nicht mehr als 80 Millionen Euro investieren will für einen Spieler in diesem Sommer. An diese Regel halten wir uns natürlich, gab Sportdirektor Hasan Salihamidzic am Mittwoch in der Sportbild an. Und das Ganze übrigens, nachdem Uli Hoeneß gestern bei der Süddeutschen Zeitung bestätigt hatte, ja, wir beschäftigen uns mit Leroy Sané, Freunde. Und meine persönliche Meinung dazu ist, ich glaube euch kein Wort, Bayern. Wenn Sané für 100 Millionen oder 110 zu haben ist, müsst ihr zuschlagen und ihr werdet zuschlagen und ihr wisst es genauso gut wie ich. Ich glaube nicht daran, dass der FC Bayern, wenn sie die Möglichkeit haben, Leroy Sané zu verpflichten, sagt, nö, wir machen es nicht, das ist 20 Millionen Euro zu viel. Also, liebe Bayern, verarscht uns nicht, holt jemanden in die Bundesliga, wir haben alle Bock drauf. Bis auf jeden, der nicht will, dass Bayern Meister wird. Aber wir wollen Sané in der Bundesliga sehen. So, nicht nur das, wenn wir gerade von City reden, wir wissen ja auch, dass Pep Guardiola von italienischen Medien seit Tagen zu Juventus geschrieben wird. Das geht so weit, dass Leute sagen, nein, nein, der hat unterschrieben. Der wird schon vorgestellt am 4. Juni. Aber laut Manchester City-Vorstand alles Blödsinn. Vorstandsmitglied Alberto Galassi sagte gestern, es ist eine unbegründete Nachricht und wirklich lächerlich. Und ich glaube auch nicht, dass Pep Guardiola City in diesem Sommer für Juve verlassen wird. Dass er irgendwann Juve übernehmen wird, kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, Guardiola will auch in Italien Meister werden, aber nicht diesen Sommer. So, Freunde, morgen steht übrigens das große DFB-Pokalfinale an und Leon Goretzka fällt wegen Muskelproblemen für den FC Bayern München aus. Und ich will von euch wissen, wer gewinnt den Pokal? Einmal hier abstimmen, RB oder die Bayern oder Eintracht Frankfurt. Wir werden in die neue Saison mit der Maßgabe geben, dass wir ohne Wenn und Aber um die deutsche Meisterschaft spielen wollen. So BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke mit Blick auf 1920. Und Lucien Favre setzt nochmal einen oben drauf. Wir werden noch ambitionierter auftreten. Es gibt keine andere zweite Kraft im deutschen Fußball als uns. Und neben den bereits bestätigten Transfers soll der BVB noch genau drei Positionen verstärken wollen. An den Außenverteidiger, da ist Matteo Morey von Barcelona ja wohl schon relativ weit fortgeschritten in den Verhandlungen. Ein zentraler Mittelfeldspieler und ein Stürmer. Denn man hat Paco Alcacer ja wirklich nur einen nominellen Stürmer dabei. So, und laut italienischen Medienberichten interessiert man sich sehr für Duvan Zapata. Den Mann, der in der Serie A ein Tor mehr gemacht hat als Cristiano Ronaldo. Der 28-jährige Angreifer war bereits 2013 und Anfang 2018 im Interesse des BVB. Und nun nach seiner starken Saison wohl wieder. Am vergangenen Sonntag sei der kolumbianische Nationalspieler beim 1:1 bei Juve von Dortmund beobachtet worden sein und die Ablöse soll irgendwo bei 50 Millionen Euro liegen. Große Frage jetzt natürlich, ist der BVB wirklich bereit, 50 Millionen Euro für einen Spieler zu bezahlen, der eventuell nur Backup wäre? Und Michael Zorc sagt dazu, wenn wir von einem Spieler überzeugt sind, dann sind wir auch bereit, entsprechende Summen zu bezahlen. Aber wirtschaftliche Vernunft ist bei uns oberstes Gebot. Und so sehr wir alle Duvan Zapata hier in der Redaktion mögen, keiner kann sich wirklich vorstellen, dass der BVB 15 Millionen Euro für ihn bezahlt. Das scheint mir doch sehr weit hergeholt. Vor allem, da auch wieder mal ein weiterer Mann ins Zentrum des Interesses gerutscht sein soll.
Mario Mandzukic. Genau wie letzten Sommer, inzwischen 33 Jahre alt, soll der BVB wieder Interesse haben, nachdem Matthias Sammer ihn vorgeschlagen hat. So, der wäre sicherlich günstiger zu haben, was die Ablöse betrifft. Aber die große Frage ist, ist das der richtige Mann? 33 Jahre alt. Günstig ist er auch nicht, denn Gehalt verdient er bei Juve ordentlich. Und ja, wie gesagt, er ist nicht mehr der Jüngste. Nach dem verpassten Aufstieg strukturiert der HSV seinen Kader grundlegend um. Und das ist auch bitter nötig. Wir wissen bereits, 4 Neuzugänge kommen, 7 Spieler verlassen den Verein. Und nun sind 2 weitere dazugekommen, die wohl im Sommer weg sein werden. Und es sind Torwart Julian Pollersbeck und Tatsuya Ito, der japanische Flügelspieler. Tatsuya Ito war ja am Ende der Bundesliga-Saison, also der vorletzten Saison, so einer der Lichtblicke beim HSV gewesen. Hat er richtig Dampf gemacht auf dem Flügel und man dachte, der könnte richtig Bock machen in der zweiten Liga. Hat er nicht. 14 Einsätze, keine Torbeteiligung, enttäuschende Saison für den Japaner. Und Julian Pollersbeck, dem wirft man in Hamburg wohl ein bisschen vor, dass er nicht richtig fit sei. Und man denkt, ey, mit dem können wir wahrscheinlich ein bisschen Kohle machen, weil da hat sicherlich irgendein Bundesliges Interesse. Und wer soll das sein? Eintracht Frankfurt. Der HSV will ungefähr 8 Millionen für ihn haben und Eintracht hat das Problem, dass höchstwahrscheinlich Kevin Trapp zurück zu PSG will/muss und man bei der Eintracht einen neuen Torwart braucht, denn Frederik Grönow genießt wohl nicht das volle Vertrauen. Ob Frankfurt aber überhaupt Interesse an Pollersbeck hat, das ist noch überhaupt nicht verbrieft. Was man sicher weiß, an Martin Hinteregger hat man Interesse und an Freddy Bobic ist man sich mit dem Innenverteidiger selbst einig. Allerdings, man ist noch weit davon entfernt, sich mit seinem Club Augsburg einig zu sein. Also, da geht es noch um einige Millionen. Freunde, wir müssen mal ganz kurz über das Roma-Jersey reden, denn ich frage mich so ein bisschen, was ist das? Also, wir sehen hier auf dem Kragen und auf den Ärmeln dieses Blitzmuster, ne? Wie kommt man darauf? Und jetzt sehe ich, dass Nicolo Zaniolo, das größte Talent der Roma, diesen Blitz auf den Unterarm tätowiert hat. Und ich glaube, Alex zeigt es euch gerade. Vermutlich seht ihr mich gerade gar nicht. So, und jetzt ist die große Frage, was war zuerst? Die Tattoo-Idee, das Tattoo oder der Kragen? Und hat die Roma wirklich ihr Trikot designt nach ihrem besten Nachwuchsspieler? Ich habe wirklich viel, viel mehr Fragen als Antworten hier. Und dann war ja gestern auch Relegation und in der Relegation sind Tore gefallen. 2:2. Wahnsinn. So, für den VfB haben wir übrigens getroffen Mario Gomez und Christian Gentner. Und das sage ich, weil wir heute unsere Flop-Elf, die kommt heute am späteren Nachmittag raus. Und ich kann mal so viel sagen, Gentner und Gomez, ich beide reingewählt. Ärgerlich gelaufen. Wie auch immer, die bessere Ausgangssituation hat natürlich ganz klar Union Berlin. 2 Auswärtstore gemacht und jetzt muss man es in der alten Försterei irgendwie nach Hause bringen. Und dann könnten wir tatsächlich mal wieder einen Zweitligisten sehen, der sich in der Relegation durchsetzt. Und Freunde, liebe VfB-Fans, ich will euch nicht triggern, aber mein Herz schlägt für Union in diesen Relegationsspielen. Ist halt so. Das war's für heute, Freunde. Hier findet ihr... Das haben wir gestern gemacht, das Q&A von gestern und hier ein weiteres Video. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Nachher dann die Bundesliga Flop 11 von mir und Flo.